Ja, meine liebe Ishikawa-Gemeinde, jetzt wollen wir da ein bisschen tiefer eindringen. Hab ja eben so ein bisschen versucht, erstmal darzustellen, ja, wie Ishikawa erstmal im Groben aufgebaut ist. Aber wenn Sie dann nachher mit einem Team zum Beispiel zusammensitzen und da vielleicht mal eine halbe Stunde oder eine Stunde vielleicht diese Kreativtechnik ausgeübt haben, dann werden Sie eventuell an der Pinnwand nachher ja doch eine ganze Menge Geschriebenes sehen. Vielleicht haben sogar mehrere Pinnwände voll. Also man weiß, wie oft bei Kreativtechniken vorher nicht, was nachher eben rauskommt. Also praktisch, wie groß das Ganze wird. Deswegen kleiner Tipp schon mal vorweg. Das macht natürlich keinen Sinn, sowas hier am Flipchart zu machen. Ja, also das muss schon ein Medium sein, wo Sie sagen, ja, also da kann ich mich auch ein bisschen ausbreiten. Und das kann vielleicht sogar mal zwei, drei Pinnwände hintereinander auch bedeuten. Ja, gut. Schauen wir uns hier mal ein Beispiel aus dem Alltag an. Stellen Sie mal Folgendes vor. Sitzen mit Ihrer Familie, Vater, Mutter, Tochter, Sohn, vielleicht noch Oma und Opa. Sitzen Sie jetzt im Wohnzimmer, haben wieder ein bisschen Langeweile. Fernsehprogramm ist auch nicht so doll. Und ja, die Kasse ist mal wieder am 20. des Monats schon leer. Und Sie fragen sich, was können wir denn tun, damit das auf Dauer vielleicht nicht mehr so oft vorkommt, wie am Ende des Monats auch noch ein bisschen Geld haben. Ne? Und dann sagen Sie sich, wo haben wir denn Einsparpotenziale? Dann kommt sofort jemand auf die Idee, oh, wir haben ja hier ein Auto in der Familie, das braucht immer so, ja, vielleicht 10 Liter pro 100 Kilometer. Und wir möchten gerne den Kraftstoffverbrauch, das wäre jetzt Ihr Projektziel, möchten wir gerne von 10 Liter auf kleiner 8,5 Liter reduzieren pro 100 Kilometer und Sie wollen jetzt erstmal mögliche Ursachen sammeln, ja, vielleicht sogar auch Fehlerursachen, die dazu führen oder führen können, dass eigentlich der Kraftstoffverbrauch immer zu hoch ist. Ja, also Ihr Projektziel ist jetzt positiv gesehen, Sie wollen den Kraftstoffverbrauch reduzieren. Komischerweise bei Ishikawa macht man meistens andersrum, dass man sagt, was muss man eigentlich tun, damit das Gesamte eigentlich noch schlimmer aussieht als heute. Ja, warum ist das so? Das hatte was damit zu tun, dass da den Leuten komischerweise mehr einfällt, ja, und man auch nicht direkt in Lösungen denkt. Und sie können aus jedem die sicherlich auch vorhandene kriminelle Energie dann auch einigermaßen unfallfrei auch herausholen. Ja, also es fällt einem komischerweise immer schnell ein, wie man etwas noch schlechter machen kann auch. Ne? Sie dürfen natürlich am Ende das Ganze nicht vergessen, nochmal zu drehen. Ja? Also was führt alles dazu, dass der Kraftstoffverbrauch zu hoch ist? Jetzt nehmen wir an, Sie wären der Familienmoderator, gehen dann zur Wohnzimmertapete auch und Raufaserweiß und sagen mal, komm, jetzt wollen wir da mal was skizzieren. Ja? Und Sie geben erstmal vor, weil Sie sagen, das reicht vielleicht für diesen Fall aus, die vier Fehlercluster, Methode, Maschine, Mensch und Materialien. Ja? Wir haben ja eben noch gesehen, es gibt noch Management. Ja, es ist nicht immer so, dass alle Fehlercluster vielleicht in diesem jeweiligen Prozess eine Bedeutung haben. Ja, wollen wir es mal ein bisschen vereinfachen, wir haben jetzt vier Fehlercluster. Ja? Und Ishikawa bedeutet ja auch, dass sie in der Mitte so eine Art Hauptgräte haben. Ein ordentlicher Fisch braucht ja auch ein Rückgrat. Ne? Und von da gehen so Nebengräten ab. Und dann sehen Sie hier schon, ein gutes Ishikawa schafft es immer, praktisch dieses Hauptgrätensystem mit der 5-Why-Technik zu verbinden. Ja, 5-Why heißt eigentlich fünfmal warum fragen. Jetzt müssen Sie aber nicht denken, Sie müssen jetzt bei jeder Gräte immer fünfmal warum fragen, bis Sie zum Ende kommen. Manchmal reichen auch ein, zwei oder dreimal. Ja, aber fünfmal warum bedeutet warum, warum, warum. Ich komme immer tiefer, Root Cause Analysis, zur Grundursache auch. Ja, im Alltag ist eine Warum-Frage ja oft nicht so gutiert, weil man sich oft so in dieser Rechtfertigungshintergrund befindet auch. Hier ist das ja absolut gutiert. Also hier geht es ja wirklich darum, über die Warum-Frage praktisch tiefgründige Ursachen zu finden. Gehen wir mal vielleicht ein, zwei Beispiele durch. Sie sind der Moderator und sagen, wir fangen jetzt erstmal mit Materialien an. Ja, Materialien sind im technischen Bereich zum Beispiel Rohstoffe. Wenn Sie das übertragen auf Dienstleistungsprozesse, Büroprozesse, Administrationsprozesse, dann sind Materialien zum Beispiel Informationen. Ja, Informationen, ne? Datenmaterial heißt es ja nicht umsonst. Ja? Und zum Beispiel Informationen können ja auch nicht vorliegen, ja, oder nicht aussagesicher sein oder nicht vollständig sein. Ja? Und bei Rohstoffen ist es halt ähnlich. Da sind irgendwelche Spezifikationen nicht eingehalten und. So, jetzt haben wir hier Materialien und jetzt haben Sie mehrere Leute im Kreis und der Opa sagt plötzlich, ja, es kann ja sein, dass der Grund dafür ungeeignete Schmierung ist. Ja, der Motor ist also nicht gut geschmiert. Jetzt hören Sie nicht auf an dieser Stelle, sondern als Moderator haken Sie nach. Ja, warum, was kann denn der Grund dafür sein, dass der Motor nicht gut geschmiert ist? Und da gibt es jetzt einen weiteren Grund, der heißt dann, oh, ich habe keinen Ölwechsel gemacht. Warum hast du denn keinen Ölwechsel gemacht? Kein Geld. Ja, das brauchen Sie jetzt nicht weiter zu hinterfragen auch. Ja. Aber Sie sehen sofort, auf der gleichen Ebene wie kein Ölwechsel ist praktisch der andere mögliche Fehler falsches Öl. Ja, oh.
Das ist eine Alternative. Ich habe falsches Öl eingesetzt, ja. Warum hast du denn falsches Öl eingesetzt? Ja, weil das richtige Öl war mir gar nicht bekannt. Warum war dir das richtige Öl nicht bekannt? Ja, ich hatte kein Bedienungshandbuch. Ganz ehrlich, Sie werden nie auf die Idee gekommen, dass das fehlende Bedienungshandbuch irgendwas mit dem Kraftstoffverbrauch zu tun hat. Doch, hat es. Jetzt sollte aber nicht Ihre Lösung sein, allen Leuten ein Bedienungshandbuch zu geben. Das liest ja sowieso kein Mensch. Nein, die Lösung liegt ja irgendwo in diesem Öl. Jetzt schauen Sie mal auf das Öl. Wenn Sie mal zur Tankstelle gehen, dann wissen Sie, Öl hat verschiedene Viskositäten. Die werden so mit 10W30, 0W50 da klassifiziert. Das ist letztendlich die kinematische Zähigkeit, also die Viskosität. Ja. Könnte ich auch in Millipascal-Sekunden vielleicht ausdrücken. Und die Viskosität, da steckt jetzt vielleicht die Fantasie drin. Ja, also Sie haben hier erstmal Ursachen, auch potenzielle Ursachen gesammelt. Ja, Sie können aber mit keinem Software der Welt etwas verifizieren. Das sind also erstmal Annahmen, dass Sie glauben, die Viskosität des Öls könnte zum Beispiel Einfluss nehmen auf den Kraftstoffverbrauch. Ja. Jetzt denken Sie mal an sowas wie Prozessoptimierung, KVP vielleicht, ja, Six Sigma und so weiter. Da würde jetzt zum Beispiel in den nächsten Schritten was ablaufen. Sie würden zum Beispiel sagen, komm, jetzt will ich mal die Beziehung zwischen Viskosität, ja, das ist ein X, eine Einflussgröße, und der Auswirkung, dem Y, ja, Kraftstoffverbrauch, mir anschauen. Und dann fahren Sie wochenlang hintereinander mit verschiedenen Viskositäten und sehen vielleicht, wenn Sie da einen Scatterplot machen, also ein Streudiagramm, dann sehen Sie vielleicht, wenn Sie diese Datenzuordnungspunkte mal aufzeichnen, eine Gerade durchbilden. Aha, guck mal, je höher die Viskosität, desto mehr Kraftstoffverbrauch benötige ich. Das würde sogar bedeuten, vielleicht, wenn das zum Beispiel eine Gerade ist, dann habe ich eine Art Geradengleichung, die dessen zugrunde liegt. Da könnte ich sogar, wenn das ja linear ist, behaupten, ja, immer 10 Punkte mehr Viskosität macht einen halben Liter mehr Kraftstoffverbrauch. Ja. Und schon haben Sie da etwas verifiziert. Ja. Also Sie sehen, über Ishikawa komme ich praktisch zu möglichen Ursachen auch, aber ich muss die ja in irgendeiner Form noch verifizieren, durch eine Art Experiment jetzt in dem Fall. Da könnte ja Ihre Lösung darin bestehen nachher, dass Sie sagen, dann fahre ich lieber mit einer geringeren Viskosität, dann habe ich auch weniger Kraftstoffverbrauch. Ja. Da kommt aber ein Problem eventuell auf. Das kann ich im Sommer gut machen, aber im Winter vielleicht würde es vielleicht auch gelingen, aber dann geht vielleicht der Motor kaputt oder andere Ys, andere Zielgrößen gehen kaputt, weil vielleicht ist das noch zusätzlich abhängig von der Außentemperatur, das nennt man Wechselwirkung. Ja, also Sie sehen, man kann das beliebig verkomplizieren. Das sind aber Schritte, die, wenn überhaupt, später passieren. Hier geht es erstmal nur darum, reale Ursachen oder potenzielle Ursachen, die irgendwann mal real werden können, aufzudecken. Ja. Gut, ja, gehen wir vielleicht noch ein, zwei weitere Zweige mal durch. Ne? Schauen Sie mal, vielleicht auch Maschine auch, Maschinen sowas wie Anlagen in der Technik. Im Büro sind das vielleicht auch PC, Laptop, Drucker und. Ja. Und klar sofort, ja, niedriger Reifendruck könnte vielleicht dazu führen, dass ich einen höheren Kraftstoffverbrauch habe. Was könnten Gründe dafür sein? Nicht registriert dann auch, ne? Oder schlechte Luftverdichtung auch. Ja. Und das könnte wieder eine schlechte Konstruktion an die Ursache sein. Also auch hier kann man das beliebig herunterbrechen. Es kann auch mal lustig werden, wenn Sie bei Methoden sind. Methoden, da geht es ja eher darum, die Art und Weise, etwas zu tun. Ja? Und die Art und Weise, etwas zu tun, bedeutet ja zum Beispiel hier, oh, warum habe ich einen zu hohen KV? Ja, ich benutze immer die falschen Gänge. Warum benutzt du denn die falschen Gänge? Ja, ich konnte den Motor leider nicht hören. Warum konntest du den Motor nicht hören? Ja, entweder schwerhörig oder Radio zu laut. Ja, übrigens kleiner Tipp, wer mit lautem Radio fährt, fährt auch schlechter. Ja, gilt übrigens auch für Sonnenbrille. Ja, wenn Sie mit der Sonnenbrille aus dem Parkhaus fahren, das wird nicht gut enden normalerweise auch. Ne? Wenn Sie natürlich von vorne direkt die Sonne bekommen, dann macht das schon auch Sinn dann auch. Ja? Also tatsächlich sehen Sie, das kann auch mal lustig sein dann auch. Ne? Und Sie müssen dann vielleicht nicht nochmal untersuchen, warum derjenige jetzt schwerhörig ist, auch nicht in dem Fall. Aber im Radio könnte man zum Beispiel als Korrekturmaßnahme automatisch die Radiolautstärke adaptieren bei einer gewissen Fahrgeschwindigkeit, was gute Autos übrigens auch können. Dann auch, ne? Ja, Mensch. Beim Thema Mensch geht es eher um sowas wie Verhaltensweisen. Ja? Verhaltensweisen, Einstellungen zu irgendwelchen Themen. Ja, und hier zum Beispiel, ja, zum Beispiel schlechte Wartung auch. Warum hast du denn nicht gewartet oder schlecht gewartet? Ja, ich habe mal wieder kein Geld und ich hatte kein Bewusstsein dafür. Dann müsste ich eigentlich angreifen beim Bewusstsein auch und den Menschen erstmal so ein bisschen erziehen, sage ich mal, dass es auf Dauer sinnvoller und wirtschaftlicher wäre, ab und zu mal vielleicht ein Auto auch zu warten auch. Ne? Übrigens oben bei Methode ist auch etwas dabei, wo vielleicht auch der Faktor Mensch eine Rolle spielt. Zum Beispiel die Art und Weise zu fahren könnte ja auch sein, ich fahre immer zu schnell. Ja? Warum fährst du denn immer zu schnell? Ja, ich bin immer ungeduldig. Warum eigentlich? Ja, ich fahre immer zu spät los auf den letzten Drücker. Jetzt denken Sie, oh,
das hat ja plötzlich was mit menschlichen Verhaltensweisen zu tun. Das müsste ja jetzt eigentlich nach unten zum Mensch. Nein, da, wo sie losgelaufen sind praktisch, bei der Methode, ich fahre immer zu schnell, da bleiben sie auch. Auch wenn vielleicht als Grundursache dann nachher menschliche Verhaltensweisen eine Rolle spielen. Ja, nicht, dass sie da anfangen zu hüpfen im Ishikawa-Diagramm. Das ist nicht notwendig. Ja. Kleiner Tipp auch noch hierzu. Kann mal sein, dass sie im Team mehrere Leute sitzen haben und der eine sagt, aber das ist doch Methode. Und der andere sagt, nein, das ist doch Maschine oder Mensch. Bevor sich da stundenlang streiten, das ist ja gar nicht mal so relevant. Also sie sollen in der Kreativtechnik durch diese Fehlercluster auf Ideen kommen. Und wo sie das nachher zuordnen, ist zwar nicht total unwichtig, aber eher sekundär. Ja. Warum sollte man sich ein bisschen Mühe trotzdem geben? Stellen Sie mal vor, Sie schauen vielleicht nach einer Stunde auf eine große Pinnwand und da stehen vielleicht 50 Geräteneinträge drauf, ja, dann ist sofort ein erster Blick auch manchmal ganz sinnvoll, wenn man sieht, schau mal, da ist sehr viel beim Thema Mensch. Ja, das heißt, wenn da sehr viel beim Thema Mensch steht, heißt das, wenn wir nachher Maßnahmen abbilden wollen, müssen wir wahrscheinlich sehr viel in Richtung Verhaltensweisen gehen oder Einstellungen ändern. Steht da sehr viel beim Thema Materialien, ja, müssen wir vielleicht auch zum Lieferant gehen, an Rohstoffe denken, an Informationen denken dann auch, ja, und. Also sieht man vielleicht sogenannte, ja, ich sag mal, kritische Cluster dann auch, wo man nachher sagt, oh, es lohnt sich wahrscheinlich in diesem Bereich besonders anzugreifen mit Optimierungsmaßnahmen. Ja, weil da können wir vielleicht dann schon sehr viel erreichen, weil hier einfach unheimlich viel im potenziellen Argen oder im realen Argen auch liegt dann auch. Ne? So, jetzt haben wir also hier, denke ich, ein bisschen begriffen auch, wie die Vorgehensweise ist. Das tut auch gar nicht weh. Das heißt, wenn Sie das mit ihren Kollegen, Mitarbeitern, auch vielleicht sogar die Japaner machen, sogar auf Vorstandsebene machen, dann werden sie sehen, dass da sehr schnell jeder sofort dabei ist dann auch, ne? Weil er sehr gut geführt wird. Ja? Das ist ja ähnlich wie beim Brainstorming, wo nur die Cluster schon vorher vorliegen. Ich werde gut geführt, aber innerhalb dieser Führung habe ich trotzdem noch genügend Freiräume, kreativ zu sein. Ja? Und das kommt bei vielen Leuten sehr gut an. Ja? Gut, gleich werde ich Ihnen noch ein bisschen erzählen, was man vielleicht als nächste Schritte damit machen kann, weil am Ende steht man oft davor und sagt, ja, und was mache ich jetzt damit? Auch das kommt dann im nächsten Video.